Was? Oh mein Gott, Junge, hä? Kindheitstraum pur, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass man irgendwann in der Lage ist, sowas mal zu machen. Was geht, Leute? Hi, willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr wisst es vielleicht nicht, weil ich es nie großartig kommuniziert habe, aber ich bin seit Jahren extrem großer Pokémon-Fan, gerade was die Sammelkartenspiele angeht. Und tatsächlich bin ich, wie ihr wahrscheinlich, das sieht man, ich bin nicht in Deutschland, ich bin gerade auf Madeira und besuche Simon mit meinem Team und wir drehen hier eine Menge. Tatsächlich habe ich dieses Video schon mal aufgenommen, leider Gottes gab es aber ein kleines Problem mit der ganzen Datei und so weiter, das hat alles nicht geklappt, deshalb mache ich das jetzt einfach nochmal für euch. Eine Sache, die ich aber noch habe, ist ein kleines Flashback zu meinen alten Sammelkarten, beziehungsweise ein kleines Flashback zu den Karten, die ich damals gesammelt habe. Ich würde sagen, wir springen erstmal ganz kurz zur Vergangenheitsrevue im Dezember und schauen uns erstmal ganz kurz mein altes Sammelkartenalbum an. Schaut es euch an, meine Freunde. Das sind alles meine alten Pokémon-Karten. Ihr habt gesehen, Leute, ich war damals, glaube ich, von 6 bis 13 riesiger Fan davon, habe unglaublich viel Karten gesammelt, habe Karten getauscht, war also unglaublich krasser Enthusiast, was Sammeln angeht. Und jetzt hat sich The Pokémon Company International bei mir gemeldet und hat gefragt, hey, hast du nicht Bock, mal ein paar Karten aufzumachen? Und ich dachte sofort, oh mein Gott, wie nice, weil erstmal kriege ich A, gratis Karten und B, kann man mit euch einfach mal ein bisschen gucken und in Erinnerungen schwelgen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ich habe nämlich hier, Leute, passend zum Release der neuen Edition, die jetzt quasi ab heute verfügbar. Da hinten wird gebaut. Ist egal, wir ziehen einfach weiter durch. Ich habe einmal Schwert und Schild hier. Dann haben wir Welten im Wandel, im Bund der Gleichgesinnten, Sonne und Mond und noch viele, viele weitere kleine Booster-Packs und die ganz großen Pakete. Das heißt roundabout, wir kommen hier um die 300 bis 400 Karten sind es ungefähr. Im ersten Video habe ich, glaube ich, fast 1000 Karten aufgemacht. Ich konnte leider nicht so viele mitnehmen, das heißt, ich habe noch ein paar im Büro. Aber ich glaube, das reicht trotzdem, um einen kleinen Einblick zu bekommen, was sich in diesen Paketen überhaupt befindet. Okay, ich würde sagen, wir öffnen erstmal ein Welten im Wandel-Paket, meine Freunde. Und gucken direkt mal durch. Wir haben hier einmal Sneeble, Seemops. Okay, das ist von der neueren Serie, kenne ich tatsächlich nicht. Alola Mauzi, extrem süßes Ding. Tressler, Quartermark und kann ja nicht sein, dass ich direkt einen Shiny Pikachu gezogen habe, Alter. Im ersten Pack direkt einen Shiny Pikachu, Leute. Mit Wangenrubbler. Kyogre auf jeden Fall auch ein extrem starkes Pokémon, meine Freunde. Sogar ein legendäres Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich würde sagen, wir sammeln auf jeden Fall erstmal die ganzen Shiny Glitzerkarten, Leute. Vor allen Dingen finde ich das neue Design von den Karten extrem nice. Die ist nicht komplett Iced Out. Es gibt Karten, die sind komplett Shiny und glitzern. Da wird der Reaktionsboss sich sicherlich drüber freuen. Nächstes Pack, meine Freunde. Sonne, Mond, Welten im Wandel. Boah, Digga. Flashback an früher, Alter. Flashback an früher, wirklich dieser Geruch. Schallquap. Baby, Flabebe, Sandan, oh, Ponita, Digga. Ich liebe Ponita. Ja, auch damals in der Serie extrem gefeiert. Dann haben wir einmal... Jungs, ich mach hier gerade Karten auf, also wenn ihr vielleicht... Wir haben einmal Triax Angel, Groudon, ein Pokémon, was heißt wie mein alter Infolehrer, Tangalos, Lillys ganze Kraft, Turner. Okay, ich würde sagen, wir packen mal die Angel beiseite. Leider Gottes kein krasses Pokémon diesmal dabei gewesen. Dafür aber eine extrem nice Itemkarte. Der wird ja jetzt nicht die ganze Zeit regen, oder? Also. Machen wir weiter mit einem Paket von Sonne und Mond, meine Freunde. Oh mein Gott, die erste Karte, die ich sehe, eins meiner Favorite Pokémons, Anton. Komplett dusseliges Pokémon, Leute. Wirklich immer super, super lost gewesen. Die Attacke, verwirrende Welle. Beide aktivierende Pokémon sind jetzt verwirrt. Ich glaube, er selber auch. Aber das ist halt einfach Anton als Pokémon an sich. Frubberl, Jorglef, Dratini, nice, auch ein OG-Pokémon. Wingull, oh, Digga, hier wieder was Glitzerndes. Silvaro, Leute. Guck mal hier, wie nice das am Scheinen und am Glitzern ist. Sehr schön. Smetbo, eine Energiekarte natürlich wieder. Pinsir, Kali und Watermack. Machen wir ein weiteres Booster-Pack auf, meine Freunde. Welten im Wandel, Sonne und Mond. Ey, dieses Geräusch, Alter. Erinnerst du dich an früher, dieses Geräusch, wenn man das aufmacht? Oh, Junge. Mega. Flabebe nochmal an der Stelle. Alola Sandan. Ponita. Sonnkern. Sehr süß. Cosmog. Flecknoil. Nice one. Direkt am Glitzern hier. Sehr schön, Leute. Flecknoil. Das ist eine Basiskarte auf jeden Fall. Es gibt hier eine Phase 2-Karte. Also, die haben immer verschiedene Phasen. Ich glaube, es gibt bis Phase 3 hoch. Valraisa. Eine Energiekarte. Pipi. Ambidiffel. Sehr starkes Pack. Gefällt mir sehr gut. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Und zwar Bund der Gleichgesinnten, meine Freunde. Wir sehen hier vorne, ist das Mew und Mewtwo? Oh mein Gott, wenn ich jetzt ein Mewtwo ziehe. Es war früher die begehrteste Karte bei unserem Pausenhof. Es geht schon gut los, meine Freunde. Pikachu. Leider nur als Basiskarte nicht glitzern. Trotzdem nicht verkehrt. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Wir haben zwei glitzernde Karten dabei. Okay, let's go. Hut, Hut. Sehr starke Eule. Zurokex. Kamaup. Zapaladrin. Finneon. Oh mein Gott, drei glitzernde Karten? Sehr stark. Bautz und Alola Kokowai. Das sind GX-Karten einfach, Alter. Guck mal hier, Digga, wie das am Glitzern. Das sieht so nice aus, wie sie sein. Vor allen Dingen 200 Attack-Schaden. Holy Macaroli. Dann haben wir hier noch ein Lumineon, ein Knaxel, ein Tauros. Auch ein sehr geiles Pokémon. Früher in der Serie extrem stark gewesen. Ich erinnere mich noch an eine Szene, wo das komplett einmal die ganze Gruppe weggebasht hat mit seinem Head. Und wieder Pikachu. Hier haben wir noch mal eine Mauzi-Karte, die ich direkt aufgemacht habe. Hier haben wir noch mal eine V-Max-Karte. Alter, die sieht so
crazy aus. Guckt euch mal diese Karte bitte an. Boah. Wie krass, Alter. Zweimal maut sie einfach auch direkt auf den Glitzerstab. Ich würde sagen, wir gucken am Ende noch mal ganz kurz durch, wie viele Glitzerkarten wir dann überhaupt haben. Ihr wisst, meine Freunde, ich bin unglaublicher Fan von diesen Glitzerkarten. Ich hatte früher, glaube ich, sogar 3 Doppelseiten voller Glitzerkarten, weil ich halt wirklich in der Schule extrem viel getradet habe. Ich war schon damals der, der kleine Handelsmann. Panzeron, Quapsel, Sankabu, Evoli. Oh, ich liebe Evoli. Evoli ist so krank süß. Erinnert mich auch ein bisschen an Arcani, oder? Eigentlich müssten wir Arcani ziehen, das wäre so baba. Stell dir vor, wir ziehen Shiny Arcani. Imantis, nice. Scheint eines der neueren Pokémon zu sein. Legen wir auch auf unseren Shiny-Stapel. Kolosand, gelbe Energiekarte. Sendimantur, ein Hyperball. Nice, kann man immer gebrauchen auf jeden Fall. Für die etwas härteren Gegner. Und hier nochmal ein Panzeraeron. Ey Leute, ich freue mich einfach so übertrieben krass. Ich meine, wann haben wir die Möglichkeit, 400 Pokémon-Karten einfach aufzumachen und sich in diese Kindheit... Ey, das ist so krass, Mann. Das ist so nice. Knackleon, Myrapla, Gero nimmt... Ich kann es nicht aussprechen. Pinfla, Vulpix, aber in der Alola-Version. Oh, Digga. Galagladi. Schön am Glitzern, Alter. 120 im Kraftwirbel. Was ist das denn für ein Tag-Team in der GX-Karte? Guck mal hier. Togepi, Pipi und Pummeluff. Lull. Das heißt, die Entwicklung von Togepi, Pi selber und Pummeluff als Tag-Team. Sehr stark. Auch direkt aus dem Shiny-Stapel. Und der Gleichgesinnten. 10 zusätzliche Spielkarten hier im Booster-Pack, meine Freunde. Nummer, ich glaube Nummer 6 oder 7 ist das sogar schon. Dieser Geruch, das hat sich nicht geändert am Feeling. Einfach nur stark. Phineon, Flunschlick, Kaumalat, Schlurp. Lidrumi. Oho, Bidifass, Alter. Sehr, sehr nice. Amnesie. Das ist das, was ich jeden Abend habe. Lucario, auf jeden Fall eines der Pokémon, das genauso hieß wie ein Mitschüler von mir. Der wurde damals tatsächlich echt die ganze Zeit nur Pokémon genannt. Eine blaue Energiekarte, Astor, Gufa und Flapterix. Boah, ich warte eigentlich auf einen Glumanda oder sowas, einen Shiny Glumanda oder sowas. Wir haben aber natürlich bis jetzt nur die Booster-Tags aufgemacht, meine Freunde. Und jetzt wagen wir uns mal an die großen Pakete hier. Schwert- und Schild-Edition. Ein Entwicklungspack mit 23 Karten, darunter eine von 4 einzigartig holographischen Promokarten. Okay, Leute, ich habe jetzt schon mal ein paar hier vorher vorsorglich geöffnet, weil es sind einfach wirklich so viele Booster-Packs und so viele Karten hier. Aber deshalb merkt ihr es auch zwischendrin, werden wir hier mit viel Zeitraffern arbeiten müssen und wir zeigen euch dann nur die Highlight-Karten. Aber allein die Vorstellung, Leute, das hier steht normalerweise im Geschäft. Und das habe ich jetzt einfach hier. Wie krass ist denn das bitte, Mann? Das ist echt... Ah, oh, Digga, Kindheitstraum pur, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass man irgendwann in der Lage ist, sowas mal zu machen. Beginnen wir mit dem ersten Pack von Schwert und Schild, meine Freunde. Motivena hier als glitzernde Karte. Dann würde ich sagen, öffnen wir eins dieser Booster-Packs hier von Schwert und Schild, meine Freunde. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was da jetzt für Karten drin sind. Das sind nämlich die komplett neuen. Vulpix. Oh, Digga, Vulpix. Arcani. Hut. Hatten wir eben als Nicht-Shiny-Pokémon. Jetzt hier auf jeden Fall mal als Glitzerkarte. Nice. Machen wir weiter, Leute. Hoplo hier nochmal als Shiny-Karte. Sehr, sehr schön. Kommt direkt auf den Stapel dazu. Mogelbaum. Ja, das Mogelbaum bin eigentlich ich gewesen damals in meiner Realschule, weil ich tatsächlich ohne Mogel nicht durchgekommen bin. Es ist wirklich so, ich habe in sehr vielen Klausuren. Reden wir nicht drüber, Leute. Oh, Digga. Alter. Kapuriki. Noch nie davon gehört von diesem Pokémon. Sieht aber extrem krass aus. Ein donnernder Einschlag macht einfach 200 Schaden. Guckt euch das mal bitte an. Direkt auf unseren Stapel, Leute. Kranowitz. Ein Flug-Pokémon, das ein bisschen aussieht wie Rumatra. Findest du auch, das sieht irgendwie, das erinnert direkt irgendwie ein bisschen an Rumatra? Ich weiß nicht warum, irgendwie rein optisch. Ich hab die alle schon mal aufgerissen, weil das sonst wirklich Jahre dauert. Belektro, Alter, Digga. In Phase 1 hier. Sehr schönes Ding. Ja, Leute, ich habe mir jetzt professionelle Hilfe geholt. Tobi hilft mir jetzt mal aufmachen, weil es einfach zu viele Karten sind. Wir haben hier wieder Mutti Eva. Mutti Neva. Ja, Lukas, da guckst du dick. Die ist am Glitzern, siehst du das? Mhm. Und gefällt dir die Vive? Möchtest du die haben? Ja. Bitteschön. Dann haben wir nochmal Relaxo, meine Freunde. Das bist ja einfach du hinter der... Das ist ja so klar, dass der kommt. Gortrom, das bin einfach ich. Das sieht man, glaube ich. Also man sieht keinen Unterschied. Das bin einfach ich, oder? Ja, doch. Nee, doch, klar. Na, nee. Genau, dafür wirst du bezahlen, das zu sagen. Nee. Jetzt kommt eine gute Karte. Pass auf, Digga. Das ist nämlich der Hype hier. Ja. Pass auf, du wirst jetzt denken, Tobi, was kommt da? Tobi. Inteleon, ja. Zweimal. Ja. Pass auf. Inteleon auch. Ja, Tobi. Jetzt kommt ein Picochilla. Ich habe hier zwei glitzernde Karten. Flottball, Leute. Zwei glitzernde Karten. Pokekind. Zwei Stück in meiner Forschung. Tobi. Des Professor. Und jetzt kommt's. Ich habe einen Galar-Zickzass. Zweimal noch eins. Dreimal. Leute, ich habe hier noch einmal Hut als glitzernde Karte und hier Keldeo. Keldeo V. Wenn ein Pokémon V kampfunfähig ist, nimmt dein Gegner zwei Preiskarten. Mega. Alter. Du gewinnst jeden Kampf damit. Ich habe hier übrigens eine Aurora-Energie. Noch nie gesehen, Alter. Du kannst diese Karte nur in einem deiner Pokémon anlegen. Oh mein Gott. Legst so lange die Karte im Pokémon ein. Oh, Digga, guck mal, das ist so eine ultimative Energiekarte. Die gibt einfach nichts, was du bisher bekommen hast, kommt an diese Karte ran. Okay, was hast okay, du? Okay, ich zeig sie dir erst, bevor ich sie Zuschauern zeige. Was? Digga, wie sieht diese Karte aus? Oh mein aus? Gott, die ist wie... Was, Junge? Oh mein Gott, Junge, hä? Digga, und dann noch das Pokémon. Aus. Okay, darf ich sie zeigen? Oder? Ja, ist ja meine. Hä, ich dachte, Spaß. Wir spielen zu... Digga. Meine Karte. Lukas, was sagst du dazu?
Einfach ich. Oh mein Gott, Gladiantri als glitzernde Karte. Schau mal hier, Tobi. Ah, ich hab K-Okto. Guck mal, das ist ein Oktopus, der glitzert. Alter. Auf Glitzerstapel. Oh, Cersurio, Alter. Sehr stark. Alter. Am Glitzern mal wieder, der Bro. Jetzt komme ich mit einem Hammer. Ja. Also, das ist erstmal Memion, der glitzert ganz normal, ne? Also, das ist noch kein Hammer. Ja, okay. Aber jetzt pass auf. Lull. Ich hab schon wieder so einen brutalen. Ey, wie kannst du denn die ganze Zeit so ein Glück haben, solche krassen Karten ziehen, Junge? Humanoid V. Ich habe 20 Booster Packs aufgemacht, Leute, und habe das hier bekommen. Und Tobi macht zwei Stück auf und kriegt direkt das hier. Wo ist das Leben fair an der Stelle, frage ich mich. Oh, ich habe eine Trainerin. Oh, die glitzert. Bettys. Bettys, hallo. Oh mein Gott, das ist so cool hier, die Animation hier drauf. Guck mal hier, das ist so ein bisschen auf Japanisch angelegt hier an der Stelle. Ich glaube, ABK wird sich freuen, wenn ich ihm die Karte schenke. Sehr nice. Alter, kommt wie auf hoch ist die Chance? Lull, du hast einfach die gleiche. Ich habe dieselbe gerade gezogen. Marilith als glitzernde Karte, sehr schön. Lapras, übelst nices Pokémon. Ich habe Lapras immer mit einem anderen Pokémon verwechselt. Was? Nochmal das andere Pokémon. Dragonier? Ja, Dragonier und Lapras sind sich ultra ähnlich, ne? Digga, safe. Lull, Galaponita. Oh, Digga, guck mal, Goldini, Junge. Ein OG-Pokémon hier an der Stelle. Sehr schön. Oh mein Gott. Was? Ich habe auch nochmal eine V-Karte bekommen, aber eine extrem starke Servoll. Junge, 180 KP. Maracamba. Guck mal, was der für eine Attacke kann. Peaks. Peaks. Digga, mega. Au. Das war Peaks. Das ist nicht wahr, Alter. Nochmal ein Shiny Hoplo. Und jetzt hier nochmal ein Relaxo, Alter. Eigentlich als Basis-V-Karte. Und ich glaube, du hast ein krasseres Relaxo. Ja, ja. Du hast so ein Nebula-Basis-Relaxo. Junge. Ich habe meinen V-Max Giga Dynamax. What? Ja. What? Zamazenta, Junge. Oh mein Gott, das Digga. Das ist legendäre von Schild. Ist wirklich so? Es ist von Schild. Wir öffnen hier gerade Schwert und Schildpack. Junge, und das ist ein legendär. Hä? Lol, das ist es ja einfach. Aber das ist die Weiterentwicklung. Das ist V-Version. Das ist die V-Version. Digga. Ey, wir haben krankes Glück. Kann das sein? Kommandutan. Das bin ich, wenn ich etwas sage. Kommandutan. Oh. Versteht ihr, weil ich gebe Legen wir es einfach auf den Stapel. Oh mein Gott, Gengar, der Ehrenbruder. Gengar hat doch diese richtig dreckige Lache. Weißt du das noch? Ja, Mann. Hahaha, sagt er immer. Spaß. Nein. Kikalo auch mega glitzy. Krabi auch ein wunderschönes Pokémon. Erinnert mich über an Crabrave einfach immer wieder. Was sieht er denn aus? Was denn mit ihm passiert? Pampuni. Der arme Alter. Ey, Digga, ich bin gerade komplett im Film. Schimmstick, Gorgon. Dieses Starter-Pack hier in den Schwert- und Schild-Editionen ist ja auch schon überstark, was dabei ist an Pokémons. Die haben immer so richtig diese drei Entwicklungsstufen noch. Pokémons vor allem, wahrscheinlich Pokémon, oder? Martineva. Wir machen einfach mal den Schrei jetzt nach, wie er sein könnte. Wollte ich nicht wissen? Ja. Okay. Roselli. Wir lassen es. Ich möchte eigentlich einen Glurak oder sowas ziehen. Das wär's doch, oder? Oh, lol. Guck dir mal die Augen an. Oh, was? Hä, hey, wie crazy ist das denn? Urgel. Aber die Augen gehen da mal so ein bisschen holomäßig mit. Extrem krass. Die sind anders so perforiert und fühlen sich alle anders an. So krass, Mann. Oh, hier nochmal ein Snom-Nom. Snom-Nom. Jedes Mal, wenn ich was esse. Okay, sehr stark. Ich habe hier Sensekt. Der ist auch wieder Holo. Und Liberlo. Aber guck mal, der ballert übel. Junge, brennender 100, Schuss, 160 KP. Oh mein, ich habe eine goldene Karte hier drin, Tobi. Voldi. Lol, die sieht übel geil aus. Hier nochmal ein Shiny Gortrom. Einhämmern, Digga. Was für eine Attacke, einhämmern, 140 KP Schaden. Pampuli. Schon wieder Pampuli. Und hier nochmal, oh. Nochmal, Alter, nochmal ein Urgel, guck mal. Nochmal Shiny Urgel hier. Guck mal, Tortunator und Belektro. Belektro sieht so cool aus, finde ich, Alter. Belektro ist so ein cooles Pokémon. Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch. Okay, Leute, wir beschränken uns erstmal nur auf die Shiny Glitzern, auf die Holokarten. Boah. Der Hund hier im Hintergrund schon komplett aggressiv am Ausrasten, Leute. Ich glaube, er gönnt uns nicht, oder? Nee, er gönnt uns nicht. Akani aus. Ja? Nein. Wir gehen nochmal ganz kurz durch, Leute. Togepi, Pi und Fluffeluff. Oh mein Gott, das Mauzi-V-Max haben wir komplett vergessen hier. Leute. V-Max Mauzi, Team Rocket kommt, macht euch Ärger und nochmal Mauzi als normale V-Karte. Dann haben wir nochmal das Pikachu, das finde ich auch so cool, dass wir einfach Pikachu gezogen haben, Mann. Humanoid als V-Karte, eigentlich als krasse Holo-V-Karte. Wir haben es hier einmal als normale Karte und einmal als Holo-V-Karte. Zanzamenta, Leute, Zanzamenta, hier von Pokémon Schild und Schwert. Und Leute, jetzt ist es hier, diese Karte, Alter. Diese V-Max-Karte, Alter. 340 KP, Giga Dynamax. Was? Noch nie davon gehört, aber Leo, guck mal diese Karte, wie sie aussieht. What? Digga, so krass, die oder? Die heftigste Karte. Ein riesiges Dankeschön auf jeden Fall an die Pokémon Company, dass wir die Möglichkeit hatten, so viele Karten hier aufzumachen. Wenn ihr Bock habt, checkt auf jeden Fall mal alles in der Videobeschreibung aus. Ich würde sagen, wir battlen uns heute Abend noch ein bisschen, oder? Ja, Mann. Digga, wir haben auf jeden Fall genug Karten. Karten haben wir definitiv, glaube ich, genug für die restlichen Tage hier auf Madeira. Vielen, vielen Dank. Sau cool, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, meine Freunde, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, checkt den Link in der Videobeschreibung aus. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen. Yeah, yeah. Wir sehen uns einfach bei einem nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Bis dann und danke an dich, Tobi. Kein Problem. Macht's gut. Ciao. Tschüss.